Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und ich spiele Zarina Kassir, meine liebste Survivorin, denn ich habe ihr ein neues Outfit gegönnt und neue Haare. Passend zu dem Rock dachte ich, fehlt ihr auf jeden Fall ein passendes Oberteil. Und da habe ich die Haare gesehen, die zu dem Oberteil gehören und habe plötzlich ihre Frisur aus einem ganz anderen Blickwinkel mal gesehen. Wie so ein Standard-Terrorradius. Hi. Und zwar finde ich jetzt inzwischen nicht mehr, dass ihre Frisur aussieht wie, ich möchte einmal bitte den Manager sprechen, sondern ich finde, dass ihre Frisur aussieht. Okay, Boba. Hi. Mach die Tür auf. Ihre Frisur sieht aus wie. Könntest du da weggehen? Danke. Hallo. Ja, das war total doof gemacht. Ja, hätte ich machen sollen. Ihre Frisur sieht, finde ich, mit diesen rosanen Spitzen ein bisschen aus wie so ein Iro, der nicht aufgestellt ist. Ist natürlich ein bisschen Wunschdenken, aber es gefällt mir ganz gut mit diesen bunten Spitzen. Ja. Ich habe mein OP-Perk-Bild mal wieder dabei. Das heißt, ich habe einen Verwandt dabei. Womit der Ash gesehen hat, dass der Killer zu ihm gekommen ist. Der hat jetzt die Safe-Palette gedroppt. Und die anderen sehen, dass ich hänge und keiner im Gen ist. Das ist auch immer gut zu wissen. Ich habe geliehene Zeit dabei und Seelenwächter und Unbeugsam. Seelenwächter und Unbeugsam ist eine wahnsinnig starke Kombination. Weil ich, wenn ich von einem Fluchtotem betroffen bin in der Runde, unendlich oft aufstehen kann und immer einen Schutztreffer auf mich selbst nochmal kassieren kann. Also so ein bisschen wie der Status, müsste hier kurz weg. Ja. Wie heißt der Status? Kondition, wie wenn man geliehene Zeit auf sich selbst hat, quasi. Ich beug mich mal, damit ich leiser. Ja, und ich finde halt, dass Zarina wirklich nochmal ein neues Outfit verdient hat. Die arbeitet hier so gut für mich gegen den Entitus. Oh, er hat mich gehört, ne? Mann. Hebt er mich auf oder lässt er mich liegen? Er lässt mich liegen. So, und dann kann ich jetzt auch unbeugsam einmal nutzen, obwohl ich nicht von einem Fluchtotem betroffen bin. Ah ja, nur geguckt, ob hier jemand ist. Ein Lucky natürlich für mich. Genau, Zarina hat mal ein neues Outfit verdient, dachte ich mir. Weil sie so schön viel für mich arbeitet. Gegen den Entitus. Und zu dem Rock hat dieses Oberteil, was ich sonst gerne angezogen habe, mit der Kamera einfach nicht so gut gepasst. Und ja, so schwarzes Leder gemeinsam, so ein bisschen angeranzt. Sieht schon schön aus. Ja, also aus der Runde werde ich nicht lebend rauskommen. Das kann ich so schon mal sagen. Aber mal gucken, ich kann mal gleich ein bisschen mehr Sneaky spielen. Die anderen beiden sind ja auch ein bisschen rettungsfaul. Ja, bis du drum bist, bin ich fertig. Ja, wenn ihr da zu zweit rangeht, gehe ich woanders hin. Eigentlich muss ich Koop-Punkte machen. Aber gegen den Boba bin ich mir nicht so sicher, dass ich zu zweit hier sitzen möchte.
kein Ruin aktiv vor und hat ja irgendein Fluchtotem geknallt. Das wird wahrscheinlich Ruin gewesen sein, denke ich mal. Wir schauen mal. Ja, ich habe ein bisschen was Größeres vor. So als Überraschung spoilere ich jetzt mal nicht. Aber ihr könnt euch schon mal freuen. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Punkte gefarmt und deswegen habe ich auch ein bisschen mehr Geld jetzt in so Outfits und so investiert. Ja, das ist auch schon alles, was ich dazu sagen wollte. Ja, ich hoffe, dass die Soundqualität jetzt ein bisschen besser ist und ich möchte mich an der Stelle nochmal bedanken für die ganzen konstruktive Kritik. Sorry, aber ich muss hier weg. Ich werde jetzt safe bei der Palette hier gucken, oder? Ich versuche mal hier hochzukommen. Aber es war ja keine Absicht. Ich gehe mal hier in den Schrank. Bubba hat immer Barbecue dabei. Ich war dabei, mich für die konstruktive Kritik zu bedanken. Ihr dürft es immer gerne schreiben. Ich bin generell eher ein leiser Mensch, deswegen ist es vielleicht nicht so mein Ding, so laut zu reden. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn ihr mich verstehen wollt. So, ob ich jemals meinen Gen wiederfinde, wollte ich gerade sagen. Ja, ich bin auch gleich raus. Noch nicht. Sneaky, sneaky spielen. Ich glaube, der Bill war in dem Gen, den ich vorhin fertig, also angefangen hatte. Dann mal schauen. Ja, so am Gen zu sitzen ist immer das Spannendste in der Runde. Schön 80 Sekunden lang. Oh, cool. Da brauche ich mich auch fast nicht mehr verstecken. Oh, da rennt jemand. Wenn die Kugel weg ist. Ah, aber er kommt hier rüber. Ich denke, dass er noch unten ist. Das war eine gute Ablenkung, oder? Den Gen habe ich natürlich absichtlich klein lassen. Mal schauen, ob er zurückkommt, weil er den Ace nicht gesehen hat. Ich fühle mich so, als ob auf jeden Fall, ja. Da hinter der Tür war er.
raus aus meinem Loop, würde ich sagen, ne? Klar, hinter mir her. Danke, Ace. So, jetzt dürfte aber auch mal wieder ein Gen angehen. Ah. Da sitzen auch beide jeweils an einem Gen. Ach, naja, die alte Frau Bubba, ne? Mit ihrer Louis Vuitton-Schürze. Oder was auch immer das ist. Ganz witzig. Core-Punkte dürfte ich nicht gekriegt haben. Gen-Reparatur war ich jetzt auch nicht so glänzend drin. Ich habe keinen. Doch. Ah, ich habe fast zwei. Oh, ist aber auch nicht so viel. Blackpip noch gekriegt. Ja, 14.000 Punkte ist jetzt auch nicht so schlecht. Er hat sich alle Totems gesnackt. Ist doch schön für ihn. Er ist schneller, wenn er verletzt ist. Auch schön für ihn. Kann er auch mal nach hinten gucken? Das macht mich ja wahnsinnig. Ah, er hat Pop dabei. Ruin und Pop. Und schlampiger Schlachter. Und Barbecue. Da haben wir es doch schon fast, ja? Ach, wenn der Bill an einem Generator sitzen würde, ne? Dann könnten sie beide jetzt rausgehen. Also wahrscheinlich hat Bill die Aufgabe, Totems zu machen. Wehe, du kämpfst jetzt die Luke, mein Freund. Boah, das macht mich besoffen. Ich habe übrigens eine neue Brille, deswegen bin ich sowieso ein bisschen besoffen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber... mir ist gerade ein bisschen übel, weil sich der Rand so krümmt. Aber es wird sich ja mit der Zeit einleben. Da muss ich nur gerade dran denken, als er so hin und her gewackelt hat mit seinem Bild. Ja, Bubba weiß auch, wo die Luke ist. Ist wahrscheinlich vorhin einmal drüber gesprintet, hm? Vielleicht sind die an SWF. Er ist relativ schnell am Haken gestorben. Und dann kann zumindest einer noch die Geschichte weitererzählen. Nicht T-Bag, einfach rausgehen. Sehr schön. Ist einer noch rausgekommen, ist doch nett. Ja gut, dann sag ich mal ein Chi-Chi und bis zum nächsten Mal. Ciao.